Guten Tag, Bormann, Berlin, Lehrer, herzkrank. Sondersendung zum Wieler auf Phoenix. Mein Gott, haben Sie den gesehen? Wieler auf Phoenix. Alles in Ordnung, Wieler? Klar, die Haare liegen. Ich dufte gut aus dem Mund. Die Gesinnung stimmt. Und ansonsten werde ich auch noch ein paar schöne Worte zu unschönen Tatsachen finden. Sowieso 80% der Bevölkerung stehen hinter mir. Haha. So ungefähr lief das. Tja, Honey hatte höhere Umfragewerte, oder? Warum sagen sie nicht einfach 99% der Bevölkerung stehen hinter mir? Ob das vielleicht irgendwelche Ursachen hat, so vernichtete Existenzen, Herzkranke, ähnliches. Was steckt alles drin in diesen 20%, die da vielleicht unzufrieden sind? Oder ja, oder haben sie die Unentschiedenen zu den 80% mit hinzugerechnet? Die Uninformierten, die Belogenen, die Leute, die gar nicht wissen, worum es geht. Tja, die Bilanz ist nicht gut, Herr Wieler. Also, da müssen Sie noch mal ein bisschen dran arbeiten. Diese Schmalzlocken-Vorstellung, die Sie da heute geliefert haben, die stimmt doch vorne und hinten nicht. Ja? Also, ganz miese Nummer war das heute, finde ich. Und wir werden weiter Fragen stellen. Und ich hoffe, Sie können die in Zukunft beantworten. Das, was da heute wieder kam, heiße Luft. Nichts als heiße Luft. Das hätten Sie auch schon im März erzählen können. Ja?